Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empyrion. Galaktischem Überleben. Genau, das galaktische Survival. Mit dem Seuchenmarine. Hallo. Dem China-Tiger. Ja. Und dem Ozzelpai. Nom, 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 nom. Ja, okay. Ich habe gerade überlegt, wie du den Kuchen machst, aber das war nicht schlecht. Es wird so ein Fleischkuchen. So, und wir versuchen hier jetzt ein bisschen Vorbereitung zu treffen. Kaffee ist dabei, das ist gut. Und Suppen? Suppen? Nee, nicht Suppen. Ich wollte eher Dosen. Suppe? Le Soup? La Dose. La Dose avec du Fleisch. Wo wollen wir denn was angreifen? Hier oder woanders? Ich würde sagen, meinetwegen ruhig hier. Also du hast doch gesagt, wir fliegen erst weg, wenn hier alles platt gemacht ist. Also so hattest du dich mal ausgedrückt. Also entweder so ein vielleicht so ein Außenposten zum Warmwerden und wenn wir dann übermütig sind, können wir noch den Drohnen-Ding angreifen. Drohnenbase, ja. So, was braucht man? Achso, was braucht man denn alles? Munition, Raketen, check. Ich brauche noch Munition für mein Flugzeug. Raketen sind drin. Also ich habe jetzt auch nur 100 Raketen. Das kommt mir so wenig vor, weil es nur zwei 50er Stacks in der großen kleinen Munitionskiste sind. Aber was passt schon dann, ne? Nee, Munitionstechnisch. Ja, die haben auch gerne mal mehr Wumms dann. Munitionstechnisch, ich glaube so eine Pistole jetzt hier mit 1103. Aber im Vergleich, die Alien-Viecher, die treffen dich mit einer Rakete vom Raketenwerfer, du stirbst, du triffst sie mit den Flugzeugraketen, die laufen weiter. Ja, die haben halt bessere Technologie, ne? Da kannst du nichts machen. Die sind technologisch halt deutlich weiter, deswegen laufen sie auch mit den Sperren durch die Gegend hier, zum Teil. Ich muss jetzt mal gucken. Ich muss jetzt schnell mal sowieso in mein Schiff. Nee, gleich mal gucken, was ich alles brauche. Und China transportiert unsere ganze Beute, die Nahrungsmittel. Und wir machen den Rest. Wir machen den Rest, genau. Wobei, ich habe jetzt auch einen Kühlschrank eingebaut und Frachtboxen. Mein China hat immerhin zwei Miniguns. Okay, 100 Raketen sind zu wenig, sehe ich da gerade. Da muss ich nochmal nachlegen. Mein Schiff ist nicht zum Kämpfen gedacht. Ich habe auch so das Gefühl, solch ist auch nicht so wirklich. Oder nur bedingt. Ich habe zwei Miniguns und zwei Raketenwerfer dran gemacht. Dito. Das muss reichen. Was heißt denn da nur bedingt? Ja, du bist so ein großes Ziel. 130, das macht gar nichts. RK. Ja, dann machen wir hier nochmal. So. Arbeite. Schneller. Niemals. 130 mm RK und. Stell ich. 130 mm RK werden auch. Die werden auch hat jemand an Sprengstoff oder sowas gedacht, wenn wir einen Kern in die Luft jagen müssen? Ich habe 4 im Inventar. Okay, das wird nicht reichen. Also möglicherweise wird es nicht reichen. Ich kann noch mal welchen machen. Wir haben ja mehr Konstruktionen. Am besten ist noch ein Raketenwerfer oder sowas dabei, aber... Nein, das ist ja in der Frachtbox drin. Was war das? GRBG? Nein, die sind gar nicht da. Verdammt. Sprengstoff. Kann ich überhaupt Sprengstoff herstellen? Wenn nicht, kann ich es bestimmt. Regan. Nee. Ich mir so angucke. Wenn er unter Munition ist, kann ich keine herstellen. Sprengstoff. Aber vielleicht kann ich hier noch freischalten. Ich müsste ein paar Pünktchen haben. 83 derer an der Zahl. Oh, wir haben kein Magnesium. Nee, Sprengstoff müsste ich aber herstellen können. Der ist ja schon mit Level 5. Haben wir Magnesiumpulver noch? Bestimmt irgendwo. Ja, sonst kann ich erstmal keine Munition machen. Ich bräuchte welche. Hier ist welches. Sprengstoff, wieso sehe ich denn eigentlich keinen Sprengstoff? Wo? Ach, magst du nicht scrollen? Ich hab's gerade. Hier draußen liegt auch noch in dem einen Konstruktor. Im roten wahrscheinlich auch noch. Da. Ja, da ist gerade belegt. Ich leg gerade in den orangen vorne rein. Im roten konnte ich nämlich Raketen basteln. Weiß ich, ich muss doch nicht so viele basteln. Das. Ach, die Picard-Ladung kann ich ja noch gar nicht herstellen, oder? Aber wieso kann ich keinen Sprengstoff machen? Das hier brauche ich Elektronik. Das mache ich draußen. Wir haben überall irgendwas aufgeteilt. Für Elektronik braucht man Silizium dann noch, hä? Wie viel Sprengstoff brauchen wir denn? Silizium und Kupferbarren. Okay.
15 reinhauen reicht erstmal, oder? Was? 15 was? Sprengstoff. Ja, mach mal 30 oder so. Tab. 30, 1, 2, 3. PK, oder? Was? Kanone. Ach so, die kann ich noch nicht. Die Babalu, Babalu, wie die Goblins sagen würden. Ja, Skaraf, was am besten schmecken die belegten Konstruktoren, wenn man dann noch so ein bisschen Zimt drüber streut. Also das ist dann echt schon ein Genuss. Railgun. Ach, wir können keine Stromspulen herstellen. Ja. War ja was. So ein total unwichtiges Zeug fehlt jedes Mal. Stimmt, darum gehen wir jetzt ja rauben, plündern und morden, damit wir noch mehr rauben, plündern und morden gehen machen können, oder? Gehen machen können. Gehen machen können. Stomachpilz bringen nichts, hast du gesagt, ne? Das hilft auch gegen offene Wunde. Gut, ich bin halbwegs gut ausgerüstet. Ich muss noch Raketen machen. Ich hab sonst keine Bewaffnung. So einen großen kann man auch mal mitnehmen. Gönnt sich ja sonst nichts. Braucht noch jemand von euch Medizin? Hab ich im Raumschiff gebunkert, ein bisschen. Ich habe 83 Bandagen und 8 kleine Medikits. Alles klar, dann kann ich mir die Sachen hier zum Teil ohne schlechtes Gewissen herausnehmen. Ich bleib einfach hinten. Nicht, dass ich euch... Nee, wenn du brauchst, dann sag. Ich habe momentan noch keine Medizin bei. Okay, dann tue ich wieder welche rein. Das ist ja kein Problem, deswegen kannte ich ja gefragt, weil ich wissen wollte, wie viel ich rausnehmen kann. Ich wollte die Reste dann eh bei mir im Schiff bunkern. Ja, aber ich muss ja dann trotzdem nicht alles rausnehmen, weil Reste ist halt nicht mehr so viel. Es sind halt noch 3 große Medikits da gewesen und so. Also deswegen. Sollen wir den Outpost nehmen, den im Südosten? Wir fliegen die einfach mal hinterher. Ja, aber erstmal müssen die Sachen hier noch fertig werden. 2,7 Kilometer weit entfernt das Ding. Ich bin an den Tupperbomber geklatscht. So, das muss jetzt aber reichen an Raketen. Da müssen wir jetzt. Wer ist denn der Tupperbomber? Ja, was denkst du? Obwohl, für Bomber bräuchte er Raketen. Die hat er nicht. Jetzt bin ich hinten runtergeflatscht. Bloß weil ich mich kratzen musste. Dann kratz dich nicht. So, ich müsste jetzt noch warten, bis der Sprengstoff fertig ist und dann wäre ich soweit. Ich muss noch auf meine Raketen warten. Raketen habe ich. Ich habe erst 105. Ich habe gerade mal im Chat nachlesen müssen, da ist ja einiges, was ich nicht so ganz mitgekriegt habe. Wieso ist da nichts drin? Ach, weil ich es rausgenommen habe. Was ist das denn? Machen können gehen wäre dann Yoda, ja? Oder Soda, ist ja auch wurscht. Na, ich habe jetzt... Soda, der spritzige Jedi-Meister. 205 Raketen, das muss reichen. Der spritzige Jedi-Meister. So, jetzt trinke ich was man bestimmt gut hört. Habt ihr alle genug Munition für eure Waffen dabei? Wenn 1000 Schuss reichen, dann ja. Naja, also für mich würde es nicht reichen. Naja, es ist eine Pistole, muss ich dazu sagen. Also. Ach so. Ach, du hattest ja die schwere Pistole, die epische. Richtig. So. Die epische Pistole, die ist übrigens richtig gut, da habe ich letzt eine gefunden. Okay. Boah, damit machst du ja alles weg. Dann freue ich mich schon drauf. Aber wieso stellt der hier nichts mehr her, der... Weil gerade anscheinend der Strom ausgefallen ist. Oh, stimmt. Oder? Jetzt, wo du es sagst, es ist irgendwie dunkel. Hat denn jemand auf Y gedrückt? Oder auf T? Ich glaube, das reicht auch. T? Jetzt, oder nicht? Bin ich versucht, T zu drücken. Ja. Ja doch. Ach, cool. Die Schlafkugel kann man ja Stamina holen. Ja. Toilette kannst du auch benutzen, Dusche auch. Haben wir nicht. Die Dusche, die fehlt. Müssen immer rausgehen. Der riecht bestimmt nach total altem Testosteron in der Bude. Anzug. Hatten wir nicht mal stärkere Anzüge? Den Anzug, ja, du sagst was. Ja, der Ring aus dem Kaugummiautomaten. Wir haben es jedes Mal von Mel Brooks, kann das sein? Ach, mittlere Rüstung. Ja, dann nehme ich mal die. Ach, ich nehme wieder so eine leichte. Das, was soll's.
brauche auch noch einen sinnvollen dritten Booster, weil Raketenrucksack-Booster ist ja für den Arsch. Letztes Mal auch funktioniert. Mit der mittleren Rüstung. Mit der leichten Rüstung. Armor Boost. Lila und grün, ist das schön. Raketenrucksack, alles klar. Sind wir bald da? Ach genau, die hat ja zwei Evas drin. So. 15mm Kugeln, waren die nicht für das Geschütz in der Basis? Ja, aber ich glaube auch für die Miniguns, oder? Miniguns haben auch 15mm, ja. Also die Miniguns am Small Vessel. Ja, weil da hätte ich nämlich auch noch welche in dem Konstruktor hier drin. So, wenn noch jemand Sprengstoff braucht. Ich habe einen Raketenwerfer gebastelt und habe 75 Raketen dabei. Das dürfte für ein Metallgitter ungefähr reichen. Im roten Konstruktor im Lager ist Sprengstoff. Sind dann gleich nochmal 15 Stück, die jetzt nochmal gemacht werden. Und dann bedient euch. Oh, nein, ich will jetzt keinen Sprengstoff in die Hand nehmen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, den kriege ich Ärger, wenn ich jetzt hier so an die Säule tue und einfach. Der landet mit seinem Schiff auf dir und drückt extra nochmal so hin und na. Okay, also den Sprengstoff erst bei China an Schiff machen, alles klar. Und dann mit dem Schiff auf solches Schiff landen. Ist genau. In Ordnung. Genau. Ja, aber auf dem Seuchenbomber auf dem Dach, ja? Ja. Nee, auf dem blauen, auf dem blauen großen. Es könnte aber auch jemand den Seuchenbomber haben, wenn er ihn haben möchte. Wie sie alle hier schreien, jetzt habe ich gerade mein Raumschiff ein bisschen noch erweitert, also von den Inhalten. Also du fliegst den kleinen Police Cruiser wieder. Ja klar, ich habe ihn jetzt aufgewertet, ja. Ich habe jetzt noch mehr Munitionskisten und mehr Boxen drin. Du weißt schon, wie das auf die Ladies wirkt, wenn wir daneben herfliegen und du dann mit deinem Kleinen ankommst. Ja, ich muss nichts kompensieren. Okay, gut gekontert. Oh, am Wochenende werde ich hier das Setup ein bisschen umbauen. Ich könnte auch noch zwei Flügel dran machen und dann ist der auch nicht viel. Nein, ist auch nicht viel anders schöner. Als auch nicht. Ja, das ist auch nicht. Nee, ist auch nicht selber gebaut. Nee. Es musste ja schnell gehen und. Ja, was heißt schnell? Ich habe kein Talent fürs Bauen. Ich auch nicht. Außerdem. Ja, das dann, sieht man nicht. Nein. Ich fand den eigentlich ganz witzig und es war dann nach langer Suche endlich mal einer, den ich ohne Zusatzressourcen bauen konnte. Also ohne Neodym und so, ne? Genau. Da weil keine Bewaffnung dran ist. Ist ja auch nicht so leicht, da was zu finden. Das liegt tatsächlich nur an der Bewaffnung. Ja, ich habe auch den Prefab Tier 1 genommen, der hat auch nichts Besonderes. Fab. Da unten steht ein schöner Tiger, ganz einfach. Prefabricated. Und das Wikinger-Schiff ist ja leider nur ein Hover. Ich könnte dir so einen Kopfschuss verpassen, China. Aber ja. Ich mach's nicht. Aber Tier 1b sieht herrlich aus. Das muss ich mir jetzt mal angucken, was sich der China anguckt. Also die ja, Flügel und dann an den Flügeln angebracht, die Waffen. Der Prefab? Ja. Ja. Kostet halt mehr als der Tier 1, aber... Hey, Kaffee-Junkie. Das wird deine Startup-Begrüßung, oder wie? Ja, ach Gott, die Bananen. Oh, die Lecker-Bananen. Richtig lecker. Das Gefühl die im Mund, Lecker-Bananen. Ja. Mein Raumschiff ist fertig. Ja. Aber der Tier 4 sieht auch so richtig schön nach Transporter aus. Ausgefahrener Rollrampe und dann da rein. Ich habe erst 3000 Vakuum. Das geht nicht. Ich kann auch nicht groß. Fahren wir los. Immer noch warten. Jetzt gehen wir mal auf Toilette und dann können wir losreiten. Brauchst keine Munition. Oh ja, auf Toilette gehen. Wir machen 5 Minuten Pause hier im Strüm. Ja, nein! Und dann. Die Folge geht aber noch 5 Minuten. Das kannst du jetzt nicht bringen. Hast du halt bis gleich. Tschüss. Ja. Bis gleich. Ist der gemein, der Seuche. Ja, was machen wir jetzt hier? 5 Minuten warten. Oder? Keine Ahnung. Können wir doch nicht bringen hier. Irgendwas Sinnvolles, ne? Was? Hier, was dann nimm dir noch den Sprengstoff aus dem roten Konstruktor. Ich hab Sprengstoff dabei. Dann muss. Ja, da weiß ich auch nicht, warum ich 3 so viel machen sollte. Ich könnte ja noch mal eine Quest versuchen, aber ich glaube.
Herz, sie fühlt sich zu ignoriert von mir, als dass ich noch irgendwas bringen würde. Level 23. Ah, gut, dann. Hey. Ja. Yay, Ernten. Hey, das ist ja dann diesmal kein richtiger Bonus-Content, weil du auch aufnimmst. Ja, richtig. Jetzt haben wir noch ein bisschen Suppen. Was fehlt denn zu Suppen? Der China macht auch Pause. Schon wieder. China macht auch Pause. Das ja. Der kommt wieder. Der kommt immer wieder. Yay, yeah, einmal Space Durians. Ah, da hinten sind noch. Okay. Reicht natürlich auch noch. Kürbis. Das klingt voll niedlich, das Wort, wenn du es anders aussprichst, ne? Statt Kürbis. 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 Überhaupt nicht niedlich. Kürbis, das ist so ähnlich wie Kirby. Kürbis. Kürbis. Na gut. So, super. Ich musste noch mal ein Let's Play heute neu aufnehmen, weil nachdem ich die ersten zwei Folgen auf hochgeladen hatte, gab es dann lustige Content-ID-Treffer mit der Musik. Und dann hatte ich erst die rausgemacht, dann die Stellen, die dir angezeigt hat, halt gemutet und dann nochmal neu überquatscht. Und dann habe ich die erste Folge wieder hochgeladen und dann hat er wieder was Neues gefunden. Das ist doch schön. Ja, dann habe ich die Musik ausgemacht, was zwar sehr schade ist, aber nee. Lass dir doch was von Ozzel vorsehen. Das Problem ist, mir entfallen meistens die Texte gerade dann, wenn ich was singen will. Das will doch keiner. Mada, mada, da, di, 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 mada, mada, da. Oh nein, jetzt gibt's wieder Ärger mit Belly. Ja, stimmt, das ist ein übler Ohr. Außer sie hört gerade nicht zu. Hoffen wir, dass sie nicht zuhört. Sie ist doch bestimmt mit Rauchen gegangen. Bestimmt. Jetzt muss ich wieder an die Sesamstraße denken. Stimmt, ja, die Sesamstraße. Deine Stamina erholt sich. Das ist ja unmöglich hier mit der... Na, das regnet schon wieder. Ja, aber leider bloß im Spiel. Hier hat's heute, also bei uns hat es heute auch geregnet. Also mit den FPS ist heute bei mir wieder... Ich weiß nicht, also ich habe heute auch viele Ruckler drin. Das liegt bestimmt am Wetter. Die Computer machen es nicht mehr mit. Boah, unter 30, das ist allerdings schon ziemlich garstig. Ich meine, es springt im Moment gerade, wie es will. Na gut, da habe ich bei mir keine Anzeige, wie das Spiel gerade läuft. Die Aufnahme läuft super flüssig in 60 FPS, aber das Spiel wahrscheinlich nicht so. Und das ist dann ein Problem. Wieso? Oder nicht? Das ruckelt dann halt auch, aber ja, ansonsten ist das ja egal. Aber ich nehme dann halt trotzdem mit 60 FPS aus, auf das. Ja, wenn die Datei nur wieder schneller wird, dann hat man die Nutzen wenigstens drin. Genau. Und wenn nicht, biete ich euch die maximalen FPS, die dieses Spiel ja gerade bietet auf meinem Rechner. Ich will meine legendäre Pistole ausprobieren. Okay, wenn ich den Mond angucke, habe ich 50 FPS, so viel wie ich haben will. Wenn ich runtergucke, 50. Wenn ich geradeaus gucke, 40. Okay. Ja, dann ich weiß, wie wir deine Pistole austesten können. Wir schmeißen einfach OZLP aus der Fraktion raus und dann... Ja, ja. Aber hier unten, jetzt hier in unserem Hauptgebiet, da sinkt es teilweise unter die 30. Also hier stehen ja auch viele Objekte rum. Hier stehen echt trotzdem, das ist doch krass. Eigentlich dürfte es nicht, da hast du recht. Ich glaube, ich brauche die neue Installation, aber ich wollte sie ziehen, bis ich den neuen Computer habe und den kriege ich, also den wollte ich erst nächstes Jahr dann holen. Tja, musst du noch warten. Ja. Aber ich glaube, das liegt ja auch eher auch am Spiel. Also auf meinem Rechner sollte es eigentlich flüssig laufen. Ja, ist halt Early Access, das ist noch nicht optimiert, aber... Richtig. Tschüss, das ist auch schon mal schön gelaufen. Schönen Abend noch, danke fürs Vorbeischauen. Ciao, ciao, Skara. Oh, jetzt habe ich nur den Vorderteil des Namens gesagt. Ist das dann jetzt zu persönlich gewesen? Hallo. Hallo. Weiß nicht. Es sei denn, Skara ist der Vorname und fast der Nachname. Dann passt es doch. Ich fasse es nicht. Ja, bis dann. Danke, dass du da warst. So, soll ich es da? Dann können wir die Folge ja beenden, ne? Ja. Ja. Gut. Fünf Minuten sind vorbei.